und steht auch auf Platz 13. Simon, das ist ein gutes Rennen, das zweitbeste in dieser Saison nach dem 10. Platz in Pokljuka. Da dürfen Sie zufrieden sein, ne? Ja, ich merke, dass es eigentlich immer besser geht. Heute mit einem Fehler bin ich ganz zufrieden und mit dem 13. Platz ist eine gute Ausgangsposition für morgen. Sie stretchen und dehnen hier immer wieder die Oberschenkelmuskulatur, da steckt es auch nicht drin, das Laktat. Ja, der zum Schluss ist ein ganz ekelhafter Anstieg drin. Der ist sehr, sehr steil und relativ lang und da merkt man es dann doch schon, dass ganz schön anstrengend. Wie haben Sie sich insgesamt in diesen zwei Monaten, wo es ganz schwer war, also Januar war wirklich schwer für Sie, wie haben Sie sich wieder aufgebaut? Erstmal ist es ganz, ganz schwierig für den Kopf. Man hat so viel trainiert dieses Jahr. Bei mir war es dann zu viel. Ich wollte dann einfach zu viel. Es ging gut und habe immer noch mehr draufgesetzt und irgendwann hat es mir dann einen Stecker gezogen. Da muss man sich erst neu motivieren. Ich habe ein bisschen Luft dran lassen, dann wieder ganz langsam aufgebaut. Kam mir erst mal vor wie ein Anfänger. Und dann merkt man einfach, dass ja, mit der Zeit immer besser geht. Und dann, jetzt brauche ich einfach noch ein paar Wettkämpfe und ich denke, dann komme ich auch wieder dahin, wo ich mal war. Wenn wir uns jetzt an Pokljuka erinnern, da sind Sie auf den 10. Platz, klar, damals glaube ich von 46 oder sowas gelaufen, ne? 42. 42, wo laufen Sie denn morgen hin? Ja, wenn es weit vorgehen würde, wäre natürlich schön, aber da muss dann auch Schießen passen. Ne? Ich fühle mich gerade ganz gut, relativ sicher und ich hoffe mal, dass noch ein bisschen was nach vorne geht. Viel Erfolg dafür, danke. Dankeschön.